Leute, grüß euch zum zweiten Teil des Videos mit dem Wismaker L1 36 Watt. Jetzt wollen wir mal einiges ausprobieren hier. Wer den ersten Teil verpasst hat, der ist unten für euch auch nochmal verlinkt. Ja, wie gesagt, es handelt sich hierbei um einen Zweiteiler, einmal Aufbau-Review und wie die ganzen technischen Einstellungen und Einrichtungen vorzunehmen sind, ist unten, wie gesagt, für euch verlinkt, wer das Video verpasst hat. Und in diesem Video wollen wir uns hauptsächlich darum kümmern, wie wir auf verschiedenen Materialien lasern können und was mit diesem Gerät alles so möglich ist. Ja, diesen Adlerkopf, den haben wir ja jetzt schon einmal beim ersten Video dann einmal ausgelasert bzw. graviert. Und das Ganze hat hier stattgefunden auf einer MDF-Platte. MDF wirklich kein einfaches Material für Laser. Was ich im ersten Video vielleicht noch vergessen habe, ihr solltet auf jeden Fall immer etwas unterlegen, damit wenn der Laser mal irgendwie außerhalb des Bereiches ist oder ihr euch da irgendwie verschätzt habt oder sowas, dann auf jeden Fall nicht gleich in den Tisch rein lasert. Am besten sind sogenannte Honeycombs, die habe ich dann hier liegen, so sehen die aus, gibt es in verschiedenen Größen und damit könnt ihr dann auch wunderbar schneiden, ohne dass es dann zu Schmauchspuren kommt. So, als erstes fangen wir jetzt hier mal mit so einer beiliegenden Platte an. Da werde ich jetzt nochmal den Adlerkopf drauf brennen. Ich bin jetzt bei 6000 Geschwindigkeit und 80% Leistung. Ich fahre jetzt einmal hier einen Rahmen ab und dann sehen wir, ob das Ganze hier drauf passt. Ja, müsste eigentlich passen. Und dann starte ich das Ganze einmal. Wir werden mal das Ergebnis dann gleich mal vergleichen mit dem, was ich hier dann auf MDF so gelasert habe. So, schaut mal, so ist das Ganze dann geworden. Ein bisschen weit oben ist er jetzt gelasert worden. Ich werde jetzt mit der Geschwindigkeit nochmal etwas runtergehen. Ich werde jetzt auf 4000 stellen und 100% Leistung. Und dann gucken wir uns nochmal die andere Seite an. Die ist nämlich jetzt noch leer und dann gucken wir mal, wie das dann wird, ob das deutlich kräftiger wird. So, schaut euch jetzt mal diese Seite an. Leider auch wieder zu hoch. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich von den absoluten Koordinaten her. Da habe ich mich so ein bisschen vertan. Der fängt dann ein bisschen weiter oben an. Aber ist nicht schlimm. Den Unterschied kann man ja auf jeden Fall hier ganz, ganz deutlich erkennen. Und das ist also wirklich richtig stark eingraviert und richtig schön tief. Und so könnt ihr natürlich auch Frühstücksbrettchen oder ähnliches dann machen. Und das ist auch wirklich sehr, sehr genau das Ganze. So, als nächstes probieren wir mal solche Metallvisitenkarten aus. Ich starte das zwischendurch schon einmal. Ich habe jetzt Intensität auf 60% und die Geschwindigkeit auf 1000 mm gestellt. Und wir werden mal gucken, was dabei rauskommt. Diese Karten verlinke ich euch natürlich auch unten. Da könnt ihr sogar euren Namen und alles draufschreiben, logischerweise bei einer Visitenkarte. Ich habe jetzt hier nochmal diesen Adlerkopf gestartet. Und dann werden wir sehen, was dabei dann rauskommt. Aber das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache, um wirklich dann ein bisschen Eindruck zu machen und diese Karten sind nicht wirklich viel teurer als Papiervisitenkarten. So, dann schauen wir mal uns das Ergebnis an und schaut euch das wirklich mal an, wie klasse das hier geworden ist. Guckt mal, sowas Tolles könnt ihr dann auch herstellen. Hier könnte man wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schneller stellen, das Ganze. Dann brennt nicht ganz so viel, oder dann brennen nicht ganz so viele Details weg, aber ich denke, das ist dennoch sehr, sehr schön detailgetreu. Und das ist jetzt wirklich hier auf dieses Metall eingraviert. So, als nächstes probieren wir mal so ein Leder-Etui oder eine Geldbörse. Ich habe jetzt die Einstellungen, die vorgegeben waren, 6000 und 20% gewählt. Mal gucken, ob das was wird. Riechen tut es auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn ihr sowas zu Weihnachten dann mal verschenken möchtet, Geldbörse für die Oma oder was mit einer Namensgravur, dann bietet sich sowas natürlich an. Kauft irgendwie eins mehr und probiert das Ganze dann mal an einer Stelle aus. Denn manchmal ist das natürlich, wie ich sage, nicht dann so hundertprozentig, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Jedes Material ist ein bisschen anders. Kann auch sein, dass das jetzt hier nichts wird. Aber wir werden mal sehen, was dabei rauskommt. Ja,
So, jetzt wollen wir uns hier mal das Ergebnis angucken. Ich habe jetzt hier einmal diesen Adler draufgebracht. Der ist ein bisschen zu schwach, also 20% ist definitiv zu wenig. Müsste man ein bisschen hochschrauben, das Ganze, oder die Geschwindigkeit runter. Und daneben habe ich nochmal hier meine Initialen, hätte ich was gesagt, einfach hier denn einmal geschrieben. Und das ist schon zu heftig, würde ich sagen. Das hat ja die oberste Schicht komplett hier weggebrannt. Ihr seht, das ist ungefähr einen Millimeter tief geworden. Und das habe ich jetzt hier tatsächlich mit, ich glaube 70% habe ich das gebrannt und 6000er an Geschwindigkeit. Und das ist das, wieso ich sage, ihr müsst euch ans Material rantasten und kein Material ist irgendwie gleich und man kann das alles nicht über einen Kamm scheren. Gerade bei Kunstleder und solchen Sachen ist das natürlich alles erstmal Ausprobierungssache. So, als nächstes probieren wir hier mal Kork. Es gibt solche Kork-Untersätze und die kann man natürlich auch prima personalisieren. In diesem Fall mache ich jetzt hier wieder einfach diesen Adler drauf, der hier quasi mitgeliefert wird. Und ihr seht schon, schreiben tut er schon. Da tut sich auf jeden Fall was. Ich habe jetzt die Einstellung genommen, 6000 an Geschwindigkeit und 40% an Leistung. Und ich bin mir sicher, das sieht hinterher richtig klasse aus. So, also das ist unser Ergebnis, ist auch wunderbar geworden, wie ich finde. Wenn ihr da jetzt noch einen Namen drauf schreibt oder sowas, dann ist das auch sicherlich ein ganz tolles Mitbringsel. Gut, das könnt ihr mit den meisten Lasern, die auf dem Markt sind, auch irgendwie bewerkstelligen. Notfalls ratet ihr 2-3 Mal drüber irgendwie, dann bekommt ihr das auch hin. Selbst wenn ihr 5,5 Watt oder 6 Watt Laser oder was daheim habt, müsste das eigentlich auch funktionieren. Was diese Laser allerdings nicht können, beziehungsweise was die hochwattigen Laser, 36 Watt in diesem Fall, unterscheidet von den kleineren Lasern, ist, dass wir hiermit natürlich auch Steine beschriften können. Und das können wir jetzt hier mal ausprobieren. Ich habe jetzt hier so eine Art Schiefer, ist das. Und wir werden jetzt mal gucken, was wir hier für ein Ergebnis bekommen. Ich bin jetzt übrigens bei 2500er Geschwindigkeit und 100% Leistung. Das muss man auch wirklich wieder den Steinen anpassen. Da kann man also auch keinen Generaltipp zu geben, sondern das muss man einfach ausprobieren. Wenn irgendwo Steine rumliegen, nehmt euch da mal ein paar mit und dann probiert mal ein bisschen was aus. Das Einzige, was immer schwierig ist, dass ihr wirklich eine gerade Fläche hinkriegt. Dadurch variiert natürlich der Fokus so ein bisschen. Es kann sein, dass diese, ich glaube 5 mm oder was, hat diese normale Focusing-Card, dass die nicht ausreicht, um hier irgendwelche Höhen auszugleichen. Dann müsst ihr den Laser einfach ein bisschen höher stellen. Das funktioniert dann also auch. Allerdings kann es sein, dass er da ein bisschen aus dem Fokus ist und das Bild etwas unscharf ist. Aber das lässt sich nun mal nicht ganz vermeiden. Aber ihr seht, er macht auf jeden Fall etwas, da passiert was auf dem Stein und wir warten jetzt mal aufs Ergebnis. So, auch hier gucken wir uns natürlich das Ergebnis an. Das sieht jetzt so aus. Wir müssen natürlich vorher den Dreck vielleicht vom Stein abmachen, aber ich denke, man kann das hier erahnen. Und man kann das natürlich auch noch bei anderen Steinen, ich glaube, das ist gar kein Schiefer, das ist auf jeden Fall zu schwer für Schiefer. Das ist irgendwie so ein ganz normaler Gartenstein irgendwie. Aber ich denke, gerade wenn man dann irgendwas nimmt wie Schrift oder sowas, was nicht ganz so grazil ist wie dieser Falke oder Adler, was das ist, dann hat man da auf jeden Fall noch bessere Ergebnisse. Aber man sieht auf jeden Fall, der Laser kann auf Stein sogar schreiben. So, ich habe jetzt mal Papier untergelegt und wir gucken mal, was wir da für einen Effekt erzielen können. Ihr könnt nämlich auch Papier gravieren und natürlich auch Pappe oder Stoffe oder. Da gibt es also wirklich unzählige Möglichkeiten. Kann ich gar nicht hier alles zeigen. Ich habe jetzt auf 6000 gestellt und ich glaube 13%. Und wir gucken mal, was dabei rauskommt. So, dann schauen wir uns das Ergebnis mal an. Auch das ist recht spektakulär. Kann man jetzt schlecht erkennen, weil das so ein bisschen die Kamera nicht so gut einfangen kann. Aber ich denke mal, vielleicht so kann man das ganz gut erkennen, dass wir hier wirklich unseren Adlerkopf wieder haben. Und da kann man dann natürlich auch variieren mit Geschwindigkeiten und mit der Intensität. Kommen wir mal zum Schneiden. So, dann schneiden wir mal Papier. Ich habe jetzt Einstellung 3000 und 100% gewählt. Und ihr könnt dann problemlos Papier damit schneiden und so schnell seid ihr mit eurer Schere daheim auf gar keinen Fall. Schaut mal, wenn ihr solche Schablonen euch anfertigen wollt oder irgendwas zum Basteln, dann könnt ihr sowas natürlich dann machen. Durch ist es, muss nur noch das raustrennen, weil das ist so eine Vorlage, die extra an ein paar Punkten noch fest ist. Aber ich denke, man kann hier erkennen, dass das hier ein wirklich toller Schnitt ist. Ja, dann wollen wir mal Holz schneiden. Ich habe jetzt hier so ein, auf jeden Fall sind das 2 cm starkes, das müsste Fichtenholz sein. Das dürfte er nicht in einmal schaffen, aber wenn ihr
normales Basewood nimmt, dann schafft ihr das auf jeden Fall. Wir starten das jetzt hier einmal. Und zwar habe ich jetzt die Einstellungen 100 und 100 genommen, also 100 mm Schrittgeschwindigkeit und 100% an Leistung. Und ihr seht, der geht nicht ganz durch, ungefähr, naja, ein bisschen mehr als die Hälfte schneidet er hier in einem Durchgang. Dann müsstet ihr auf jeden Fall mehrere Durchgänge starten, aber so verbrennt zumindest die Oberfläche nicht komplett. Also solltet ihr euch da auch so ein bisschen dran halten. Ihr seht, oben ist das Ganze verbrannt und da solltet ihr auf jeden Fall auch Air Assist für nutzen. Der Anschluss ist ja hier oben mit da und dann kommt ihr vielleicht auch in einem Schnitt durch. Das muss man dann halt alles ausprobieren. Grundsätzlich macht das mal zu Hause mit eurem 5 Watt Laser oder mit eurem 10 Watt Laser. Das schafft ihr auf jeden Fall so dann nicht. So, dann probieren wir mal Acryl aus, das was dabei ist. Gleiche Einstellung habe ich jetzt genommen, das wird wahrscheinlich zu viel sein, aber ihr seht, da ist ein Stück abgefallen auf jeden Fall und das hat sich hier auf jeden Fall durchgebrannt. Da kann man auf jeden Fall noch schneller stellen, aber schaut euch hier mal den Schnitt an, hier die andere Seite, da ist nichts geschmolzen, sauber durchgeschnitten, genauso wie das sein soll. Natürlich könnt ihr da auch ganz normal andere Dinge hier mit ausschneiden. Aus einem normalen Sperrholz ist das hier gar kein Problem. Und da solltet ihr dann auch Air Assist dann für nutzen, denn dann sind die Schnitte auf jeden Fall sauberer. Ansonsten habt ihr hier nämlich an den Seiten überall Schmorkspuren. Ich habe das jetzt hier einmal mit Air Assist ausgeschnitten. So kann das Ganze dann aussehen und das geht auf jeden Fall auch wirklich schnell. Und so könnt ihr tolle Fensterbilder oder personalisierte Geschenke eben auch herstellen. So, dann wollen wir mal Edelstahl in Farbe ausprobieren. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr könnt auch farbig gläsern. Das hat mit den chemischen Zusammensetzungen dann zu tun, die sich bei verschiedenen Temperaturen, also die der Laser dann hier auf das Metall bringt, weil er brennt da ja drauf, dann entstehen lässt. Und im besten Fall sollte das Ganze dann so aussehen. Ich weiß nicht, warum hier das nicht einfach als Lightburn-Vorlage mit dazugegeben wird. Wie man solche Vorlagen allerdings erstellt, habe ich in einem anderen Video schon erklärt und ihr könnt das auf diesen Laser auch übertragen. Und ich werde euch unten dann auch die Datei zur Verfügung stellen. Die könnt ihr euch runterladen und die könnt ihr natürlich dann auch ausbauen. Und wenn ich bekomme, ich werde den Hersteller auf jeden Fall nochmal anschreiben, wenn ich das bekomme, dann werdet ihr auch diese Vorlage mit diesen 400 Farben dann unten auch zum Download finden. So, die größte Problematik dabei ist immer, dass Edelstahl sich dann verbiegt, je nachdem wie dick das Ganze ist. Ich hatte auch schon gezeigt, dass man das mit Schlossschrauben dann natürlich fixieren kann, aber ganz kann man das Ganze nicht vermeiden. Ihr könnt mit diesem Laser auch Metall schneiden, 0,1 bis 0,3 mm zum Teil sogar. Müsst ihr auch dann ausprobieren. Ist natürlich eine Sache, die man nicht jeden Tag benutzt, denke ich mal. Das sind schon spezielle Anwendungen, aber habe ich in einem anderen Video auch schon mal gezeigt. Ich bin jetzt hier gespannt, was jetzt hier aus meiner Vorlage rauskommt. Kann auch sein, dass das hier völlig in die Hose geht. So Leute, der Laser ist fertig, hat sich in Grenzen gehalten mit dem Verbiegen, muss man wirklich sagen. Und wir haben hier auf jeden Fall ein farbiges Ergebnis bekommen. Das hat halt mit den Schrittgeschwindigkeiten zu tun und generell, wie lange der Laser irgendwo drauf brät und mit welcher Intensität. Wie gesagt, die Datei habe ich euch unten zum Herunterladen bereitgestellt. Da könnt ihr auch noch ein bisschen hin und her fummeln, dass da vielleicht noch mehr Farben bei rauskommen. Aber für den ersten Eindruck ist das schon mal eine tolle Sache. Ich habe auch den Hersteller nochmal angeschrieben gerade und vielleicht kriegen wir hier noch die große Datei, wo diese 400 Farben drauf sind, das wäre natürlich nochmal super, dann findet ihr die auf jeden Fall unten auch. Und was sagt ihr jetzt dazu? Das ist also wirklich ganz krass, dass man mittlerweile Metalle in Farbe dann gravieren kann. Schaut euch das wirklich mal an und so könnt ihr natürlich eure Bilder dann auch bearbeiten, wenn ihr dann irgendwelche Vektorgrafiken habt, könnt ihr verschiedene Teile von dieser Vektorgrafik in diesen Farben dann auch erstellen, indem ihr dann diese Einstellung, die ihr hier dann ablesen könnt, dann nutzt. Und dann kann das zum Beispiel so aussehen, dass ich jetzt hier so einen Schmetterling habe. Den habe ich jetzt nicht mit dem Laser gemacht, aber ich habe ja schon mal dieses mit diesem Color dann einmal ausprobiert, mit anderen Lasern auch. Und da kann man dann erkennen, dass hier wirklich verschiedene Farben dann für verschiedene Bereiche des Bildes dann auch zu erkennen sind. Hier ist es vielleicht nochmal ein bisschen schöner zu erkennen. Und jeder Laser produziert dann eben andere Farben, weil die Genauigkeit dann eben auch unterschiedlich ist und die Breite des Strahls etc. Das ist jetzt hier mit einem anderen Laser, wie gesagt, gemacht. Da gefällt mir das hier tatsächlich wesentlich besser, was jetzt dieser Laser hier zutage gefördert hat.
So, und wie ihr seht, haben wir jetzt hier wirklich viele verschiedene Sachen hergestellt und ausprobiert und sogar Metalle in Farbe hier graviert, was natürlich wirklich super ist, was allerdings auch nur mit solchen Lasern geht. Ich sag mal, ab 20 Watt funktioniert das damit. Mit so einem 36 Watt Laser funktioniert das natürlich wesentlich besser. Das gleiche gilt hier für die Steingravur und generell für den Metallschnitt, den wir jetzt nicht ausprobiert haben. Aber wie gesagt, 0,1 Millimeter, das ist eigentlich nur eine bisschen stärkere Alufolie, möchte ich was sagen, sollte auch aus Edelstahl sein. Ich habe euch einiges davon unten verlinkt. Auch diese Metallplatten habe ich euch unten verlinkt, sodass ihr da nicht lange nach dem richtigen Material suchen müsst. Und dann könnt ihr hier wirklich gleich loslegen, so wie ihr das gesehen habt. Ich habe euch ja auch die Einstellungen gesagt, etc. Und guckt euch vielleicht nochmal den ersten Teil an, wenn ihr hier zufällig im zweiten Teil nur gelandet seid. Ist unten, wie gesagt, alles verlinkt. Kauflink ist auch gesetzt. Und wenn ich noch einen Rabattcode kriege, etc. vom Hersteller, findet ihr das natürlich auch alles unten. Den Endpreis kann ich euch jetzt noch gar nicht sagen, weil es den Laser jetzt noch nicht gab. Das ist jetzt noch eine Vorabversion, aber grundsätzlich sollte der jetzt auf dem Markt sein, sobald dieses Video hier online ist. Ja, wenn euch das Video Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin.